So, da hinten geht jetzt endlich mal die Sonne auf, möchte ich was sagen. Und während die Sonne aufgeht, werde ich mich mal meinem Bauernhof widmen. Die Short Short Farm. Eine Anlehnung an die Long Long Farm aus Legend of Zelda. Ocarina of Time, wenn ich mich nicht irre. Mit Gewächshäusern, weil Gewächshäuser sind ja bekanntlich aus Glas. Also Glas. Ich glaube, hier gibt es auch alles Mögliche, was man anbauen kann. Hier Melonen, Kürbisse. Da habe ich ein Pilzhaus. Was natürlich komplett in Dunkelheit gehüllt sein müsste. Deswegen ist hier dieses Doppelschleusending, damit man hier auch super rein und rauskommt. So. Nun bin ich hier. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Schubla. Kohle, Kohle, tralala. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, ich höre schon auf. Pilzfarmen, wollte ich gerade sagen. Hier über diese. Ich habe vergessen, wie die Dinger heißen. Mitriz. Der Pilzboden. Der Pilzdreck. Und auf dem Pilzdreck Pilze. Ohne Ende. In Variation. Und ich sehe gerade, die Pilze wachsen sogar auf dem Haus. Super. Also hier Pilzhaus mit Lichtschleuse. Wichtig, weil sonst hauen einem die ganzen Pilze ab und das will man ja nicht. Das ist das Farmhaus, schön mit Veranda. Liegestühle konnte man damals noch nicht in Minecraft bauen. Kann man jetzt immer noch nicht. Vielleicht kann man es aber, während du dieses Video siehst. Ich weiß auch nicht. Frau hat es einmal gesagt und ich musste es immer wieder bauen. Hey, Jacuzzi! Eine kleine Sitzecke mit Blick auf einen kleinen Wasserfall. Ah, ich erinnere mich, ich musste hier die gesamte Ebene, wo dieser Bauernhof ist, musste ich einreißen mit TNT. Und da sind teilweise komische Landschaftsbilder entstanden, unter anderem dieses. So, wieder ein Klo zum Runterspülen. Wir kennen sie mittlerweile. Was soll denn der Scheiß? Geht das nicht mehr mit den Türen? Sind die mittlerweile so empfindlich, dass man noch nicht mal mehr sie öffnen kann? Ich muss meine ganze Klokonstruktion umbauen, oder wie darf ich das verstehen? Schlafzimmer? Eindeutig. Mit Schrein für Creeper Girl, warum auch immer. Es gab halt nur begrenzte Bilderzahlen. Daran wird es wohl liegen. Das hier ist die Küche. Oder sowas wie die Küche. Eine recht große Küche dafür, dass da drin nichts zu kochen gibt. Und ein Obergeschoss, bei dem ich bis heute nicht weiß. Ja doch, es war nur eine Sitzecke mit Terrasse. Komme ich aufs Dach rauf, zufällig? Ja, wenn man cheatet, kommt man auch aufs Dach rauf. Da also hier kleiner Tümpel, wo dann was wegexplodiert wurde und jetzt kann man da halt den Wasserfall bestaunen. Haha, gecheatet. So, das hier müsste mal eine Apfelbaumplantage sein. Hier wachsen zwar keine Äpfel, aber man kann es sich vorstellen. Deswegen Bäume im Raster. Das hier ist meine kleine Bienenfarm. Sind überall Bienenstöcke. Zumindest sollen das welche darstellen. Darunter gleich die ganzen Blümchen, damit die Bienen nicht so weit fliegen müssen. Ist super. Hier kriegt man immer wieder Honig her. Abgesehen davon, dass es in Minecraft keinen Honig gibt. Aber wenn man ihn irgendwo herkriegen würde, man würde ihn da herkriegen. So, das hier ist meine Nachbildung einer Palme. Weil es in Minecraft keine Palmen gibt, habe ich das hier erstellt. Was an eine Palme erinnern soll. Wer jetzt nicht denkt, oh ja, klar, tolle Palme, der soll ruhig sein. Hühner! Wie hinten, nur schöner gehalten. Also diese Hühnchen hier sind alle glücklich in Freilandhaltung. Überwiegend. Kann ich die Tür aufmachen, ohne getötet zu werden? Ja. Wie man hier sieht, unentwegt rund um die Uhr Eier, 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 Eier. Und da hinten ein Gehege für die Armen, wenn sie denn nachts mal meinen, sie müssten irgendwo schlafen gehen. Da sieht man einer an. Ich habe hier sogar noch Gras, um die Viecher zu füttern. Das ist auch was sehr Schönes. In Gedenken an Trash Tasmani. Es waren schöne Folgen 668 bis 679. Das war, glaube ich, ihr erster Auftritt im Let's Play. Und ihr zum Gedenken dieser Penis aus Dreck. Samt Baharo. Und der Fackel. Ich glaube, die Fackel gab es im Let's Play nicht. Bin mir da aber auch nicht sicher. Ich war nur so begeistert von der netten Dame, dass ich meinte, ey, denk mal. Direkt in den Bauernhof, weil wohin sonst? In der Stadt gibt es andere Sachen. Das hier ist mein Getreidesilo. Das Coole an dem Getreidesilo ist, dass es anfängt zu regnen. Ach, soll es doch regnen. Wir sind jetzt eh im Trocknen. Vorsicht mit dem Hebel. Den werde ich jetzt, glaube ich, nicht ziehen, denn das... Oder doch. Erstmal zeige ich, worum es hier geht. Also, dieses Silo ist im Prinzip eine riesengroße Weizenproduktionsstätte. Normalerweise lagert man Körner in diesem Silo, aber
Ja, damals war, glaube ich, das Rohrsystem noch nicht so ausgefeilt wie jetzt und deswegen habe ich hier quasi in Spiralform Getreide angepflanzt. Du bist unfähig. Ach ja, eins von Gronks Motivationsschildern. Du bist unfähig. So, und wenn man dann abgeerntet hat mit diesem lustigen Hebel, konnte man hier auch auf jeder einzelnen Ebene und den ganzen Kram wieder neu anbauen. Naja, hier oben geht's los. Hier ist meine. Wenn der Kolben eingezogen wird, dann fließt das Wasser runter. Wenn das Wasser runterfließt, dann ist hier Sense. Dann kommt da unten aber Weizenbüschel nach Weizenbüschel raus. Wie kommt denn das Bild dahin? Die gute Frau ist überall. Nein, ich werde das jetzt nicht. Werde ich das jetzt? Ist schwer. Nee, jetzt nicht. Das ist immer so viel Arbeit, das neu aufzubauen. Aber es funktioniert, glaub's mir einfach mal. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren rebellieren, von wegen, drück endlich den dummen Hebel. Vielleicht drehe ich dann noch eine Folge. Was zum Geier. Aktiviere niemals Monster, denn es könnte sein, dass irgendwelche Endermen auf die Idee kommen, dir deinen Weg abzugraben. Mistviecher. Ich wusste, ich hätte den ganzen Bauernhof auf Obsidian bauen sollen. Dann wäre das nicht passiert. Kannst du mir mal glauben, kannst du das? So. Was gibt's denn hier hinten Hübsches? Palmen, 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 Palmen. Das hier ist meine Scheune. Unschwer zu erkennen, würde ich behaupten. Ich habe mir jedenfalls viel Mühe gegeben, damit es aussieht wie eine. Haufenweise Kühe, die gerade alle eingesperrt sind, weil ich keine Lust habe, sie draußen auf der Weide umherzujagen. Das hier war auch, glaube ich, für mehrere Leute als Wohnbereich angelegt, also mit Klo, so wie immer. Weil diese ganze Stadt macht keinen Sinn, wenn nicht überall Klos sind. Denn wir erinnern uns, ich habe diese Stadt nur gebaut, um halt eine Kanalisation zu bauen, die ich bis heute nicht gebaut habe. Hier eine Küche, die etwas ausgefeilter ist als die da hinten. Ich glaube, hier kriegt man sogar was aus dem Kühlschrank. Siehst du mal. Kühlschrank aufgemacht, Fleisch bekommen. Sehr schön. Fleisch wieder in den Kühlschrank rein, denn ich brauche das Zeug ja später noch. Gefällt mir. Um mich mal selbst zu loben. Eigenlob stinkt. Hier der Essbereich für sämtliche Arbeiter, die Lust haben zu arbeiten und zu essen. Hat so ein bisschen Cafeteria-Stil, ich weiß. Aber ist auch für Schulklassen ganz angenehm, wenn die mal Ferien auf dem Bauernhof machen wollen, verstehst du? Hier oben ist dann der Schlafsaal. Hier gibt es ein Aquarium. Würden man mittlerweile Fische sehen können, wären sie hier zu sehen. Aber kann man leider nicht. Hier sollte auch mal irgendwas drin sein, ich weiß aber nicht mehr was. Das ist die gute Dämona, die kennt man vielleicht aus Gargoyles. Vielleicht aber auch nicht, ich bin mir offen gesagt nicht sicher, wer was kennt heutzutage noch. Aha, aha, aha. Mittlerweile hat hier jeder schon sein Zeug rausgeholt. Schade eigentlich. Hier noch eine kleine Leseecke für die Schulklassen. Mensch. Erwähnt ihr schon mal, ich habe an alles gedacht. Zumindest meistens. Und schon wieder vergessen, wo es hier rausgeht. Wahrscheinlich da, wo die Treppe ist. Oh, Bauernhof. Wird hier wahrscheinlich stinken wie Sau, aber... Nee, wie Rind. Ich stehe unter dem Roll unterm Tisch, lieg unterm Tisch vor Lachen. Der Schweinestall ist nämlich hier hinten, der stinkt wie Sau. Schweine. Mit Brutkisten nehme ich an. Richtig, mit Brutkisten. Aber... Ich brauche gerade keine Schweine. Die werden nur aufmüpfig, wenn es zu viele sind. Schafe sind viel wichtiger und aus irgendeinem Grund sind die auch alle gerade im Freien. Hallo Schafe. So. Und das hier ist meine All-Around-Farm. Hier kann man Pilze ernten, Netherwarzen, Bambus oder Zuckerrohr. Was sind das hier? Kartoffeln. Weizen. Karotten, Kakao und das war's aus irgendeinem Grund. Ich glaube, mittlerweile gibt's mittlerweile noch mehr? Ich weiß es gar nicht. Ein ewig großes System, natürlich mit der Stufenerntung von Gronk. Da hinten mit meiner zweiten Vogelscheuche überhaupt. Schon etwas fortgeschritten, das Ganze. Aber ich gehe gleich mehr darauf ein.
Doing, doing. Dazu eine passende Windmühle, die sehr scheiße aussieht, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe mittlerweile auf meinem Server eine neue gebaut. Die sieht geil aus. Die sieht einfach nur geil aus, die neue Mühle. Aber die zeige ich dann, wenn ich da mal rumlaufe. So, das hier ist einfach nur, ja, Mühle und hier oben mit schönem Ausguckdeck. Das Ausguckdeck ist für Ausflüge ganz geil. Wir haben hier in Berlin den Fernsehturm, aber wenn ihr hier in der Welt seid, dann könnt ihr halt euer Schatz mit hier hinnehmen und den Ausblick auf die Ernte genießen, wenn sie denn mal an einem Tag ausgefahren wird. So, und jetzt werde ich mich gleich nochmal kurz verabschieden, denn ich werde jetzt eine Kopie von der Welt erstellen, damit ich das ganze Zeug hier abernten kann, ohne es später nochmal anbauen zu müssen. Ihr versteht mich, ne? Also, bis gleich. So, da haben wir es. Lugion Kopie 2. Das habe ich gerade erstellt, den Spielstand, und den werde ich jetzt auch abreißen. Da kann ich jetzt machen, was ich will. Unable to locate sign at. Ja, ist mir auch gerade Wumpe. So, er muss erstmal warten und dann kann ich ja. Ich renne erstmal hinter ein Silo, weil das hier ist eine ganz andere Geschichte dann. Das heißt, ich renne. Ich fliege, denn ich kann ja fliegen. Ich nehme viel zu selten Gebrauch von dieser Fähigkeit. Und jetzt hör doch mal auf, hier andauernd diese dummen Rauschgeräusche zu machen. Das ist ja schrecklich. Lande. Lande, Calrissian. Wow. Es regnet nicht nur, jetzt ist es auch noch dunkel. Nehme alles zurück. Der Regen löst sich gerade auf, wie ich das so sehe. Boah. Sammel dich. Ich verstehe nicht, warum der gerade so huckelt, aber okay. Er wird wahrscheinlich wissen, was gleich kommt. Boah. Alter. Ganz ruhig, ja? Ganz ruhig. Wir warten mal einen Moment. Und sagen dem Ganzen im LAN öffnen, Cheats aus, an und LAN wird starten. Und damit ich hier nicht komplett versage gleich, Wetter clear. Ist ja zum Schießen, ey. Okay, Moment. So, jetzt müssten die Frames wieder einigermaßen stabil sein. Ja, doch, wieder flüssig. Man darf Minecraft offenbar nicht minimieren, dann irgendwas machen und Minecraft wieder maximieren. Das tötet das Spiel. So, und jetzt ziehe ich endlich am Hebel. Habt ihr gehört? Da oben ist aufgegangen. Mal gucken, 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 gucken. Ah, da kommt schon das Wasser und die ganzen Dinger fliegen und fliegen und fliegen. Und müssten sich gleich alle hier unten sammeln. Genau, da kommt das Zeug. Ah ja, verstehe. Offenbar spült Wasser mittlerweile Falltüren weg. Das ist wohl das Problem an der ganzen Sache. Na nü, wo fließt denn das ganze Zeug hin? Hä? Da leckt aber was ganz schön rum. Da noch mehr? Ich schalte erstmal das Wasser wieder ab, um zu gucken, was da passiert. Plupp, plupp. Na, da kommt noch mehr. Das Wasser müsste aber auch gleich weg sein, oder? Ja, das war's dann mit dem Wasser. Menü? Was ist das denn hier? Aha, ein kleines Sammelbecken, ich sehe schon. Jetzt habe ich alles Mögliche gelöscht, weil ich zu viel Zeug im Inventar habe. Ist ja auch egal. Wird offenbar auch in die Kanalisation gespült, was hier rauskommt. Interessant, sage ich mal.
Es interessiert mich aber doch, wo dieses Bild hängt die ganze Zeit. So ist hier alles ja doch. Wie man sieht, ist es relativ sauber abgetragen alles. Die Tür hat sich auch vernichtet. Hä? Schon ein bisschen seltsam in letzter Zeit. Ah ja. Das Bild hängt ja also nur so, weil darum. Gut, ich verstehe nicht ganz, was hier passiert, aber es ist passiert. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Das habt ihr mal gesehen, wie man das abernten kann. Jetzt zu dem tollen Ding da vorne. So, das funktioniert wie folgt. Und ich könnte mich jetzt irren. Theoretisch muss man hier unten die Hebel umlegen, je nachdem, was man abernten will. Wenn man Pilze abernten will, dann legt man Pilze um. So geht da unten der Schalter an. Und von hier aus sieht man... da hinten? Pilze aktiviert. So, jetzt aktiviere ich mal noch hier vorne den Weizen. Weizen, 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 Weizen. Dauert einen Moment, bis die Leitung da hinten angekommen ist. Bing! Weizen auch aktiviert. Und jetzt kann ich hier sagen, Wassermarsch. Und dann wird alles abgeerntet, was so aussieht. Ich demonstriere das mal kurz an den beiden und dann machen wir den Rest. Also, Wassermarsch. Da hinten haben sich gerade die Schleusen geöffnet. Wir gucken uns das mal aus der näher an, wie das da jetzt alles runterkommt. So, da seht ihr schon die ganze Welle an Getreide. Ist vielleicht ein bisschen doof, sich das jetzt aus der Nähe anzusehen. Also sammeln wir den ganzen Kram wieder nur ein. Das wäre doof, wie ich schon erwähnte. Da bleibt natürlich immer ein bisschen Dings Schwund am Rand liegen. Kann man nichts machen gegen. So, und jetzt werde ich mal kurz ein bisschen was aus meinem Inventar rausräumen, bevor das gleich wieder alles in nichts verschwindet. Das wäre sehr schade. So, den Fisch brauchen wir noch. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg. Das sowieso. Ja, und weg, und weg, und weg. So, habe ich das jetzt alles sortiert, feinsäuberlich? Feinsäuberlich sortiert alles. Black Mask setzen wir mal noch auf. Boah, das Zeug läuft ja immer noch. Währenddessen renne ich mal kurz nach oben. Hier diese Treppen, die werden dann auf Signal quasi nach unten gesenkt und entfesseln das Wasser. Ist wunderhübsch. Wenn es denn funktioniert. So, jetzt muss ich mal kurz das Wasser abstellen, weil ich sonst riskiere, dass Kurzschlüsse entstehen. Und die will ich gerade nicht haben. Da leckt irgendwas durch den Boden durch. Das ist sehr seltsam. So, Kurzschluss, abschließen. Na gut, das Wasser läuft ab. Dann kann jetzt der Rest aktiviert werden. Und zwar hier und da. Und da. Das schalten wir jetzt aus. Obwohl, nee, komm, lass das mal an. So und so. Alles da. Leuchten alle Lampen. Alle Lampen an. Und zieh am Hebel! So, und jetzt stürzt gleich der Rechner ab. Pass auf, weil das ist zu viel. Pilze laufen, alles läuft. Pilze sind übrigens das Einzige, was dunkel ist, weil die brauchen ja Dunkelheit. Da kann ich schlecht Beleuchtung haben, weil das wäre doof. So, hier all die kleinen Items wubbeln vor sich hin. Die Pilze müssten alle schon weg sein. Was haben wir hier? Den Bambus bzw. Zuckerrohr. Ich sag mal noch Bambus dazu, weil das sieht aus wie Bambus. Vor allem bei mir sieht es aus wie Bambus. Es könnten natürlich einige Leute kommen von wegen Bambus ist Zuckerrohr, aber ich bin mir nicht sicher, ist Bambus Zuckerrohr? Wer weiß, kann sich ja mal melden. Ich weiß es nicht, aber ich muss ja auch nicht alles wissen. So. Hebel ziehen. Und Zeug fließen lassen. Das Schöne daran ist, man macht sein Feld überwiegend nicht kaputt. Man braucht halt nur ewig, bis man den ganzen Kram wieder angepflanzt hat. Oh je, Mini, da ist ja noch so viel Zeug übrig. Ich soll vielleicht das Wasser noch eine Weile weiterlaufen lassen.
So, hier sieht man aber gerade schön, dass das Zeug dann hier reingespült wird und durch eine Strömung über das Eis in die nächste Strömung geschubst wird. Das ist quasi so ein kleines Armstück Fließband. Das fließt dann alles bis hier hinten hin, bis es da in etwas verschwindet. Und hier runter ist eine weitere Leitung, die das ganze Zeug, was da ankommt, hier rausschießt. So, wenn ich mich jetzt mal da reintraue, dann ist mein Inventar voll mit allem möglichen Zeug. Nur nicht dem, was man eigentlich einsammeln wollte. Deswegen sollte man hier nie alles auf einmal abernten, weil das gibt nur ein übermäßig volles Inventar. So, schmeiße ich mal ein bisschen Weizenkorn raus hier. Braucht keine Schwein. Und sammle dafür mal ein paar Möhren ein. Viel cooler. So, bevor ich jetzt hier weggespült werde, renne ich da jetzt rauf. Hat auch eine Weile gedauert, dieses ganze Ding hier anzubauen, aber das ist alles im Cheat-Modus gemacht, weil da hätte sie sonst ewig dran gesessen und das wollte ich in dem Fall nicht. So, hier hinten ist ein kleines Wartungshaus, das aus irgendeinem Grund aufgegangen ist. Hier war doch niemand, oder? Hier sieht man einen kleinen Teil dieser ganzen Technik. Hier unten ist der Rest vom kleinen Teil. Also, den Redstone abbauen, viel Spaß. Hatte ich keine Lust zu, muss ich sagen. Muss man auch nicht haben, die Lust. Besonders toll war das, weil ich erst eine andere Mechanik hatte für diesen ganzen Zuckerrohrkram. Da hatte ich erst so eine coole Mechanik von wegen, ey, da wird der ganze Sand angehoben und wieder gesenkt. Denn das erntet das Zuckerrohr ab. Auf die Idee gekommen, den einfach das Wasser abzudrehen, das Zeug wegzuspülen, bin ich gar nicht. Wobei ich gar nicht weiß, ob das überhaupt notwendig ist mittlerweile noch, dass man dem Zuckerrohr den Wasser abdreht, das Wasser, damit das Zeug abspülbar ist. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich müsste da ein bisschen so umbauen, dass ich die Wasserzufuhr unterbreche. Für die Felder. Denn das war auch noch so ein kleines Ding. Wie versorgt man den ganzen Kram überhaupt mit Wasser? So, was das hier ist, eine kleine Kistenecke. Inmitten der Mühle. Ich glaube, ich vergessen zu erwähnen. So, jetzt renne ich mit Karotte durch die Gegend. Haha. Machen wir was dagegen. So, denn hier unter diesen Holzdingern verlaufen für gewöhnlich die Wasserkanäle des Ganzen. Deswegen ist hier in der Mitte auch noch so ein Kanal, weil sonst das Zuckerrohr gar nicht wachsen würde, wenn es nicht von allen Seiten Wasser hat. Das ist eine Wissenschaft für sich, der ganze Kram. So, kann ich mich jetzt hier eigentlich mal abtransportieren lassen? Mal gucken, vielleicht lande ich ja direkt drin. So, hier sieht man, werde ich weitergeschoben ins nächste. Hui, und weitergeschoben ins nächste. Und jetzt habe ich mir hier den Weg verbaut, aber wir sind ja gerade eh im Cheat-Modus, also kann ich hier auch alles kaputt machen. Das heißt, Cheat-Modus, wir sind auf einer anderen Karte. So, hier sieht man schön, wie ich quasi mich durchschlagen könnte. In meinem Rohrleitungssystem. Oh Gott, ey, wir haben noch lange nicht alles fertig, möchte ich mal so anmerken. Das geht hier noch eine Weile. So, jetzt habe ich alle Items vernichtet, weil ich so doof bin und mit vollem Inventar reingerannt bin. Ist ja auch egal. Ich schalte mal wieder alles aus, sonst ist hier nur nachher wieder Rambala. Richtig, Gong. Ach du Scheiße. So, weg damit. Bloß raus hier. Das war der Bauernhof. Ein schönes, eine schöne Gebäudeansammlung. Musste mal sein. Hier hinten der Berg übrigens wurde auch zum größten Teil von TNT verwüstet. Musste alles neu begrünt und neu angepflanzt werden. War ätzend. Unable to locate Cyan at... Ja, was denn für Science? Hör doch mal auf, mir andauernd von Science zu erzählen.